Ja, der Prinzi hat wieder was geholt. Der ist nämlich Leiwand. Der geht immer zum Nachbarstall und holt Brot, Karotten und das die ganze Zeit. Du bist ja sehr brav, gell? Da braucht man nie was kaufen. Und der arme Traugott, ja, der muss sehr viel kaufen mit dir. Naja, ab und zu lädt man dann auf einen Kaffee ein, weil es ist ja wirklich schon schädigend, was du aufführst. Jetzt ist einmal wieder Brot, das geht ja noch, aber sonst ganze Karotten und die isst zwar komplett. Schon arg, oder? Ist das die Prinzi? Prinzi! Komm! Prinzi! Ja! Ist die Leiman? Alleine die Augen, gell? Ja. Und außerdem bringt es auch was, oder? Das ist eine gute Anlage. Man hat immer zum Essen. Ja. Da kann man jeder Gold, Silber, Aktien, wer braucht das? Man braucht nur so einen Prinzi-Hundi. Und dann hat man zum Essen, dann kann man Karotten verkaufen, gell? Und die Nachbarn ein bisschen schädigen. Ist ja auch nicht so schlecht. Konkurrenz ausschalten, also du bist wirklich ein super Hund. So hat sich ausgezahlt. Da werden wir einen zweiten nehmen, weil dann brauche ich überhaupt nichts mehr einkaufen, gell? Jetzt werden wir uns noch konzentrieren auf Filetstücke und so. Schokolade, das wäre auch gut. Weiß nicht. Der Prinzess, was hast du denn jetzt gemacht? Bist du da drauf gestiegen, dass alles kaputt ist? Sag mal, wie viel wiegst denn du? Ha? Prinzi! Ja, ramm zusammen. Iss alles zusammen. Spreng mal wieder das Hundefutter. Du isst ja wirklich viel. Muss ich mir so einen 10-Kilo-Sack kaufen. Fast jeden zweiten Tag. Aber seit es stehen geht, passt das, gell? Der Lauch gleich was zum Essen, gell? Die essen alle Brot. Ja, ich glaube, das sind Vegetarier. Die Prinzessin holt die Beute. Weißt ja, gell? Du bist ein richtiges Jagdtier. Die Stella isst es dann. Am besten du holst noch was, hm? Holst noch was? Prinzi, holst noch was? Aber jetzt nicht? Okay, ich verstehe. Schau her nochmal. Juhu! Schaut zu, ganz warm. Ja, jetzt hat sie es umgedreht. Prinzi!